Nicht, dass wir Ärger kriegen, gell? Ja, nein. So. Ohne Abitur gibt's kein Skifahren. Hat es halt so angefangen zwischen uns, oder? Da haben wir uns heimlich unter einem Boot genommen. Oh, also was das? Gipfeltreffen. Heute mit Felix und Miriam Neureuther. Wobei bei der Miriam denken jetzt die meisten, Moment, das war doch ein Gössner oder so. Ihr habt's geheiratet. Ja. Sehr verspätet, aber Gratulation. So lange ist jetzt auch noch nicht her. Ja, schon ein bisschen. Ein bisschen schon. Ja. Hast du dich gewohnt an den Namen Miriam? Es geht. Also mir passiert schon immer noch, dass ich irgendwo anrufe und sage Gössner, aber dann fällt mir ein Anni. Und also mit der Zeit ist jetzt immer besser geworden. Besser geworden? Wir sind übrigens mit mehreren noch. Da ist der Buddy. Da ist der Buddy und da ist der Lasse noch. Und da ist der Lasse. Lasse, geh mal her. Komm her. Komm her, Lasse. Na? Die sind Geschwister, gell? Ja, Brüder. Habt ihr die immer dabei in den Berg? Meistens. So oft. Also einen Buddy habe ich eigentlich immer dabei und der Lasse ist ja der Hund von meinen Eltern. Ah, okay. Von der Mama und deswegen heißt der Lasse, das ist ein norwegischer Name. Genau. Deine Mama ist Norwegerin. Er ist Abfahrer, verstehst du? Weil Lasse Schuss. Und der Buddy ist eher so der Slalomfahrer. Na, aber nur mal wegen dem Namen, weil du warst ja auch unter deinem Namen bekannt. Ja. Als Biathletin und zwar richtig gut bekannt. Gibt man den dann so leicht her? Habt ihr da diskutiert oder was war das? Nein, wir haben gar nicht diskutiert. Lasse! Ich meine, ich habe mal kurz vorgeschlagen, wie wäre es mit Felix Gössner, aber das fand er nicht ganz so cool. Felix, das war doch was gewesen. Und dann, dann haben wir gesagt, uns war klar, dass wir gleich heißen wollen und ich wollte keinen Doppelnamen. Ja, und dann war eigentlich nur die Option Neureuther. Die Option da. Zumal das Eier Dindl, ja, die Mathilde war schon geboren. Ja, genau. Und da war dann auch. Und die war schon in Neureuther und dann haben wir gesagt, ach komm, dann. Die war schon, ah, die war schon in Neureuther. Ja. Heißen wir alle gleich. Ich habe mich durchgesetzt. Du hast dich durchgesetzt? Ja, aber im Ernst, das war jetzt auch wirklich nicht in Frage gekommen, oder? Das erste und das einzige Mal. Dass ich Gössner heiße. Dass du Gössner heißt. Das wäre aber ziemlich witzig gewesen. Stell dir vor, wie die Leute geschaut hätten. Wie die geschaut hätten. Ja. Aber nein, das passt schon so, wie es ist. Hey, wir sind unterwegs auf dem Wank, gingen wir. Und ihr seid ja beide aus Garmisch. Also ja. Ich nehme an, ihr kennt hier jeden Stein. Wir gingen über die, wie heißt es gleich wieder? Esterbergalm. Genau. Und das ist eigentlich so mein Hausberg, muss man wirklich sagen. Also da habe ich Skifahren gelernt, beim Skiclub früher. Ja. Und da hinten ist auch unser Skiclub-Hütte. Die ist ja auf Sichtweite hinten, gell? Genau, ja. Und das ist, ich liebe es hier, weil das ist eigentlich so das ruhige Platz halt von Garmisch. Auf der anderen Seite, die Leute sind alle drüben, Garmisch, genau. Wo die Lifte sind. Und wir sind jetzt vorzeitig. Ja. Also ich glaube, wir treffen heute, wenn es hochkommt, treffen wir zwei Leute. Ja, super. Bei uns ist eh alles oft einmal so hektisch. Mir mögen es eigentlich lieber, wenn es ruhig ist. Ja, klar. Ja. Wenn es hier geht, dann jetzt mittlerweile zu zweit oder magst du auch mal allein sein, oder? Mal allein unterwegs? Ich gehe viel allein, weil es halt einfach vom Training her so ist, dass ich viel allein gehen muss. Hier ist zum Beispiel so eine Lieblingstour ist von mir, da gehst du von der anderen Seite los, gehst auf den Fricken, auf den Bischof und Grottenkopf, das sind die Berge, die da sind, dann hier runter und dann auf den Wank. Und das, sind so, das dauert halt relativ lang. Deswegen muss ich gerade sagen, bei der Kuh nicht mitgehen. Kommst du nicht mehr mit, oder? In deinem Alter. Nein, ich bin raus. Aber wir gehen schon auch zusammen. Wir gehen schon auch zusammen. In Stadt gehen wir zusammen, auf den Berg geht's ja nur. Bei dir weiß ich, dass du schon mit 2,5 das Skifahren angefangen hast. Ja. Genau, also ich bin sozusagen mit Ski auf die Welt gekommen. Bei den Eltern natürlich auch. Bei den Eltern, ja, war das kein Wunder. Und wir haben das geliebt als Kinder. Das war da immer überall da diese Waldwege fahren und so. Ja. Das war nur so das Skifahren eigentlich, wie man es gern hat. Und ja, das so war. Ohne alles, gell? War Traumkindheit, muss ich wirklich sagen. So, und wie ist das bei dir gewesen, Miri? Du warst ja auch erst mal auf die Ski gestanden, oder? Ich bin auch viel hier Ski gefahren, aber doch mehr am Hausberg drüben. Also das ist ja schon bei uns ein bisschen Skiclub Garmisch und ich bin Skiclub Partenkirchen. Und die Partenkirchen, die waren immer hier und die Garmischer waren am Hausberg. Und das war so ein bisschen eine Konkurrenz. Trotzdem habt ihr geheiratet, wie geht ihr eigentlich? Ja, es ist eigentlich so, wie wenn ein 60er-Fan und ein Bayern-Fan heiratet. Das ist eigentlich schon ein bisschen zach, aber das geht doch. Tatsächlich, diese Patenkirchner Garmisch, das ist wirklich so. Das ist krass. Und wir haben echt Diskussionen wegen der Mathilda und dem Skiclub. In welchem Skiclub das hier? Da gibt es keine Diskussion. Jetzt gehen wir weiter. Mit wie vielen Jahren warst du das erste Mal auf der Welt? Weil der Papa ist ja Skilehrer. Ja, der hat genau, sich ja ganz früher.
Du, ich glaube, ich bin auch so mit, ja, sobald ich habe gehen, stehen können, haben die mich auf Ski gestellt. Und deine Mama? Das ist eine Norwegerin. Mhm. Wie ist die zu deinem Papa gekommen? Weil das ist ja Garmisch, oder? Ja. Na, der Papa ist ein Allgäuer. Ein Allgäuer? Also eigentlich können sie gar nicht hierher, aber. Die können eigentlich gar nicht hierher. Wie haben sie die gefunden? Die haben sich, die Mama hat nach dem Abitur hat die ein Auslandsjahr gemacht. Wollte nach Deutschland. Aha. Und wollte dann eigentlich studieren in Norwegen. Und ist dann hergekommen und war im Allgäu beim Klettern und da hat sie den Papa kennengelernt. Im Allgäu beim Klettern den Papa kennengelernt? Und ja, verliebt. Und jetzt ist da? Verheiratet und da geblieben. Fühlt sie dich wohl da? Ja, sehr. Schon, oder? Der Papa ist eher der den es immer so nach Norwegen zieht und der viel in Norwegen ist. Der arbeitet auch in Norwegen. Und die Mama ist hier. Ach, der Papa arbeitet in Norwegen? Ja. Und die Mama ist da? Genau. Das heißt, die haben eigentlich die Länder getauscht? Ja. Die Heimaten getauscht? Genau. Eigentlich ganz lustig. Ihr seid ja 6 Jahre auseinander, glaube ich. Gell? Ja. Du bist der 84er-Jahrgang, du bist der 90er-Jahrgang. Beide Kindheit in Garmisch. Wann nimmt man sie da das erste Mal wahr? Weil beide sind ja sportlich. Habt ihr so die erste Wahrnehmung? Schon früh. Der Felix war halt immer schon bekannt, oder? Ist halt in Garmisch nicht ausblieben. Aber 6 Jahre sind dann doch in so einem Alter mit 10, 16, das ist schon viel. Ja, ist schon früh. Aber man kennt und also man kennt sagen, den Namen einen, und kennt wir haben auch einen gleichen Trainer. Also dann habe ich mir schon mal gedacht, das ist echt schon ein nettes Mädel. Aber jung. Ja, nein, das. Sie hat damals einen Freund gehabt. Ja, und ja klar. Du auch? Ja, also ich habe einen Freund gehabt. Ja. Das ist beim Gipfeltreffen kommt es raus, nämlich. Und das ist dann die Wo du 12 warst und ihn wahrnimmst, war er eigentlich ein Star letztlich schon. Es war wirklich so. Mein Papa ist ein großer Fan von Felix und hat immer gesagt, jetzt müssen wir wieder Skifahren schauen und jetzt kommt das Slalom. Und wir haben uns das wirklich immer angeschaut und kann ich mich echt gut daran erinnern, an die Sonntage daheim mit Papa auf der Couch. Warst du da so ein kleiner Fan dann schon sozusagen? Als ja, vor allem, wir haben uns immer angeschaut, ja, wirklich. Und hast ihn bewundert, den Kerl. Bewundert. Gesagt haben sie, jetzt scheidet er schon wieder aus. Nein, gar nicht. Okay, gut. Wir haben dir immer die Daumen gedrückt. Das heißt, du wolltest eigentlich auch erst einmal alpine Sportkarriere. Mhm. Aber dass du Sportlerin werden wolltest, war mir ganz klar. Ja? Ja, absolut, wollte ich immer. Dann habe ich aber einen Unfall gehabt beim Skifahren. Mit wie vielen Jahren warst du? 14? Oder? Mit 14, ja. Hab mir das Gesicht gebrochen und die Zähne ausgeschlagen. Das Gesicht gebrochen? Ja, das war mit einer Slalomstange am Gudiberg. Ach so, ins. Ja. So. Oh, das ist schon ein Schock, oder? Wenn man dann so einen Unfall hat. Ja. Wenn man dermaßen einen mitkriegt, dass man sich das Gesicht bricht. Wirklich, also das hat schon gescheit gescheppert. Ja. Aber mei, du, das passiert. Und, aber du hättest nach der Heilung natürlich weiterfahren können. Ja, aber das absolut. War dann eine psychische Geschichte wahrscheinlich, oder? Dass man Nein, da Angst gar nicht. Hat, mir hat es immer noch viel Spaß gemacht. Mhm. Aber ich habe halt eben dadurch, ich habe eine Zeit lang nicht Skifahren dürfen wegen dem Bruch und so. Okay. Habe nebenbei mit dem Biathlon angefangen und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und das war halt voll mein Element, oder? Dieses Laufen. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt wechsle ich. Das klingt bei euch beiden so, als ob ihr sehr früh gewusst hättet, es gibt eigentlich nur den Sport, oder? Also bei mir war es auf alle Fälle so. Also überhaupt nicht, ob jetzt meine Eltern frühere Skifahrer waren oder so, oder dass mich die irgendwie gepusht hatten. Aber bei mir war früher halt der Alberto Tomba mein großes Idol. Und ich wollte immer so sein wie der Alberto Tomba. Mein Hero. Und deswegen wollte ich Skirennfahrer werden. Ja. Von Anfang an. Und was war dein Hero? Meine? Marit Jürgen. Ah, Marit Jürgen. Ach so, ja, Felix Norbert. Natürlich. Marit Jürgen? Ja. Norwegische Langläuferin, gell? Aber fand ich immer sehr beeindruckend. Leute, aber ihr habt ja beide trotzdem dieses Brennens für den Sport, ihr habt es in die Schule müssen, oder? Ja. Habt ihr gerne in der Schule? Leider. Also, ich war jetzt nicht einer, der ist nicht gerne in die Schule gegangen. Also, ich fand es ganz okay, aber ich war viel lieber daheim und draußen. Und ich war auch einfach heilfroh, weil alle immer sagen, die Schulzeit war die schönste Zeit. Ich habe es bis jetzt noch nicht einen Tag bereut, seitdem die Schule vorbei ist. Waren die Eltern da jeweils bei euch beiden? Also beim Christian Neurath, da kann man vorstellen, der war wirklich, also wenn es um die Schule gegangen ist, war er streng, muss ich echt sagen. Also ja, aber der wollte doch selber auch von der Schule raus, wo er ja klar, aber ich glaube, aus dem Wissen wollte er nicht, dass das bei mir das Gleiche war. Also, er hat immer gesagt, wirklich ohne Abitur gibt es kein Skifahren.
Da war er eisenhart. Da war er knallhart. Die Mama war wie immer warmherzig und hat sich gemeint. Die Mama hat gesagt, oh mein, Hauptsache der Bruch gesund. Wer war denn, wie ist es bei euch gewesen, sagen wir, die bei Eltern? Bei mir war das so, die wollten schon unbedingt, dass ich was Gescheites mache. Und sie hätten schon gern gehabt, dass ich Abitur fertig mache. Und bei mir war es aber so, dass es dann einfach von der Schule her war, dass die gesagt haben, ja, ich muss mich jetzt entscheiden, weil sie können das so nicht mehr unterstützen. Es sind zu viele Fehltage. Entweder ich mache jetzt quasi nach der 10. dann meinen mittleren Reifeabschluss und Sport. Oder sie können das halt eben nicht mehr so fördern. Also von der Schule aus dann? Genau, von der Schule aus. Mit dir und die Eltern geredet? Und dann genau, da haben wir ein Gespräch gehabt und dann habe ich zu meinen Eltern, ich habe sie bekniet, also ich weiß es nicht, ich habe gesagt, bitte lasst mich machen und habe halt da so eine Leidenschaft dafür gehabt und dann meine Mama, ja, der Papa, der hätte es mich gleich machen lassen. Und die Mama war dann eher so ein bisschen die Schwierige. Und dann habe ich halt versprechen müssen, dass ich nebenbei noch was mache, über Fernstudium und so weiter. Was hast du gemacht? Ach, erst Ausbildung zur Bürokauffrau und dann habe ich noch eins, mich interessiert halt so Ernährung und, und Heilpraktiker und solche Sachen und dann habe ich in die Richtung noch ein Fernstudium. Wenn ihr zurückdenkt, also diese Vernunft deiner Mama zum Beispiel oder auch die Strenge deines Dads, bist du froh drum? Ich bin heilfroh drum, muss ich wirklich sagen. Das war echt so, für mich das Erste, was ich machen habe müssen und wo ich mir wirklich auch durchkämpfen habe müssen. Ja. Also, das war für mich, für mein Leben später extrem wichtig. Das geschafft zu haben, das war für mich so die erste richtig gute Schule des Lebens. Schau, die waren im Wasser drin. Weil die sind so die ganze Zeit schuldig. Sind die oft miteinander unterwegs? Ja, viel. Oder? Also auch die beiden zusammen. Ja. Buddy. Schmeiß einmal einen Stecker, vielleicht holt er den. Aus. Ja, den holt er mit Sicherheit. Der Buddy ist nämlich die größte Wasserratte. Ja, Mensch, ich hab's, das weiß jeder. Wir haben ein Glück. Wir haben wirklich ein Glück, dass wir da. Ist euch das immer noch klar? Ja. Umso Mal, älter man wird, glaube ich, umso klarer wird es haben. Wirklich. Ja. Also umso mehr du unterwegs bist, umso mehr wird dir das klar. Also was wir für ein Muskel haben. Da frage ich mich oft, ob die Leute, die da wohnen, da, so wie ihr zwar, das, der Berg ein reines Sportgerät eigentlich ist. Also auch im Sommer zum Trainieren und um Dinge, aber hauptsächlich auch wieder aus dem Fitnessaspekt. Aber ihr seht es schon. Das sieht man natürlich brutal. Also für mich ist der Berg schon sehr viel Trainingsmittel, aber das schönste Trainingsmittel der Welt. Also nein, schöner natürlich. Kann man es doch gar nicht haben, oder? Jetzt so wie heute, so einen ganz geschenkten Tag, gibt es das auch? Selten, aber es gibt es schon. Also mal mit Familie oder Freunden. Ja, aber selten. Deswegen, wir genießen solche Tage sehr. Ich muss schon sagen, so die Mathilda, die fehlt schon sehr. Oh, jetzt seid ihr mal 3 Stunden weg. Ach, du stillst eigentlich noch, aber nicht mehr so in großen Intervallen. Nein, das geht jetzt schon. Wo ist die jetzt, Steffi Frank? Die ist gerade bei meiner Mama. Die hält sich ziemlich raus aus den Medien, gell? Das ist komplett. Auch richtig so. Ja. Und da habt ihr auch recht. Ja. Nein, du hast es ja selber erlebt in unserer Promi-Familie. Ich habe es und auch die Schattenseiten erlebt. Ja. Und die Kleine soll aufwachsen, wie ganz normal als Mädel. Mensch, und jetzt seid ihr da dreiviertel Jahr verheiratet. Mhm. Wie ist das so, verheiratet sein? Ganz gut. Ganz gut. Euro ist nur noch 50 Cent wert, verstehst du? Ja. Ändert das viel? Eigentlich gar nichts. Nina. Aber es ist mein schon, Namen. Aber es ist dein schon Name. Ein Zeichen, muss ich sagen. Von Verbundenheit, oder? Wir fühlen uns noch mehr als Familie. Ja. Finde ich schon. Weil die Mathilda ist ja vor der Hochzeit geboren gewesen. Ja. 2 Monate vorher. 2 Monate vorher. War das der Grund zum Heiraten dann? Nein. Oder war es das vorher schon? Klar. Das war vorher. Eigentlich wollten wir eigentlich auch davor heiraten, aber irgendwie ist es dann mit der Mathilda schneller gegangen. Und dann war halt eigentlich keine Zeit mehr da, gell? Wer hat dann gefragt? Wahrscheinlich der Felix. Klar, ganz klassisch. Ja, das muss man schon immer machen. Also, aber bist du ein Romantiker? Du scheinst also, mir eher ein Romantiker. Ich hätte das nie gemacht. Also, ich bin jetzt nicht so der Romantiker, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nein, das war schön, weil das war so im Haus. Wir haben so ein Häusl am Berg drum von meinem Urgroßvater, der hat das gebaut. Ah, da in der Gegend. Und das ist genau, und das ist für eigentlich gerade da drüben runter. Schon ein sehr spezieller Platz, muss ich sagen. Da hat es halt so angefangen zwischen uns, oder? Da haben wir uns heimlich immer treffen können. Ich bin hinuntergegangen auf die Knie.
Was bist du auf die Knie? Da habe ich mir mein Kreuzband, versteht, weil ich untergegangen bin, mein Kreuzband angerissen. Und das ist deine Mutter. Was, du bist auf die Knie gegangen, wirklich? Ja, ja, klar. Oh, ehrlich. Ja, ganz Knie, klassisch. Ein Knie. Wenn ich auf beide runtergehe, dann war ich nicht mehr aufgekommen. Ein Skifahrer beim Heiratsantrag. Ja. Mhm. Oder? Ja, das Wahnsinn. War auf jeden Fall sehr, sehr schön. Warst du gerührt? Ja, sehr. Aber du hast das gewusst irgendwo, oder? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht? War spontan für dich? War wirklich, hätte ich null damit gerechnet. Mei. Und hoffentlich hast du sofort Ja gesagt. Na klar. Ja? Oder? Ich hab, ja. Ja? Ja, ja. Das sagtest du jetzt der Ernst? Oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Von dir geht die Legende, dass du ein ziemlich cooler Hund beim Skifahren bist. Wenig nervös. Ja. Warst du da nervös wenigstens? Da war ich gescheit nervös, ja. Ehrlich? Ja. Schon. Echt? Ja, weil du, das ist schon. Aber ich, du weißt doch, dass ich nie Nein gesagt hätte. Nervös? Ich war mördernervös. Ja, ja. Und jetzt ist es soweit. Trotzdem. Ja. Ja. Absolut. Ist doch schön. Hat dich das verändert alles? Zu meinem Ernst? Verändert als Familienvater? Ja. Ja, klar. Voll. Und wie? Klar, anderes Leben. Logisch. Du bist verantwortlich für einen Menschen. Früher doch schon, ja. Was heißt? Sachen gemacht, die ich nicht mehr machen hätte sollen, die genauso wichtig waren. Aber schon, klar, muss man machen. Schon komplett verändert. Also, jetzt ist meine Familie, das ist eigentlich immer mein großer Traum gewesen. Ja, war das ja Traum? Total. Trotz allem. Total. Also Familie war für mich. Und du hast es schon auch lassen, also vom Sport ja, her, von dem Freund her. Jo, klar. Absolut, aber das musst du auch, oder? Ja, klar. Du musst erleben, du musst dich ausprobieren, das musst du alles mitmachen, dass du weißt. Was du auch nicht das Wissen hat wollen? Gar nicht so. Gar nicht also so? Nicht so brav, wie der, ja, eher schon. Ja, ich war ja auch brav, aber wir haben halt einen Blödsinn gemacht. Ja, klar. Das gehört ja dazu. Also, aber nein, ich fühle mich total, jetzt als Familie ist das schon was ganz was Spezielles. Ja. Spezielles? Mhm. Gibt nichts Schöneres auf der Welt. Ja, war das die beste Entscheidung? Ja. Das war der beste Einfädler meines Lebens, sozusagen. Unsere Tochter. Eiertochter, Mathilde. Vater sei es auch ganz cool, oder? Ja, Vater cool. Ach, der Wahnsinn. Ja. Hammer. Hey. Schon nur, wenn du es mitkriegst, so Geburt und alles. Und dann du warst dabei? Die Kleine, klar, voll ja, dabei klar. gewesen. Mhm. Und die, na, wenn sie die entwickeln. Und ja. Was sie jetzt schon alles kann. Wahnsinn. Und auch wenn die. Wenn sie an Olach, das ist doch. Also, ist und Miri-Mama ist anders als Mädel-Miri? Eigentlich nicht viel mehr, aber du lebst halt eigentlich vor allem im ersten Jahr komplett für einen anderen Menschen. Und ja. Ist das schwer als Sportler? Weil als Leistungssportler musst du ja bis zu einem bestimmten Punkt ein Egoist sein. Also du musst dich um deinen Körper kümmern, dein Fitness, dein Schlaf, deine Ernährung, dein Training. Total, aber irgendwie, wir waren beide nicht so die mega egoistischen Sportlertypen. Also waren wir eigentlich nie, gell? Immer. Und deswegen war das jetzt keine große Umstellung. Was mich am Anfang echt geschockt hat, war das wenig Schlafen. Das hat mich doch echt fertig gemacht, bis ich da so ein bisschen in den Rhythmus reinkomme. Kommt sie oft, immer noch? Ja, immer noch. Und damit die Zähne und so weiter, ja, das klar. ist alles. Ja, das ist auch so eine Geschichte, dann schlafen sie nicht mehr. Gell? Genau, da schlaft sie halt dann gar nicht. Und dann pennt natürlich im Bett, wenn es oft und kommt. Und dann oder? Schlaft sie halt eigentlich am liebsten in meine Arme und sie schläft sowieso bei uns im Bett. Ja, ist doch schön, wenn dann so ein kleines Puppel da im Bett liegt. Doch, liegt klar. Für Felix ist super. Für Felix ist super. Du stillst wieder nicht. Ha, Egoist. Das ist cool wieder. Ja, cool. Sag mal. Schau mal. Ja, da sind wir daheim. Wobei, du scheinst mir ja eine zweite Heimat in Norwegen schon auch zu haben, zumindest mental. Und auf jeden Fall. Du hast eine Häusl, oder? Ich hab's sonst gebaut. Ja, Blockhäusl gebaut. Total cool. Schön? Ja, ruhig? Voll schön. Draußen, ja. Was zieht dich so nach Norwegen? Die Familie sicher, aber es muss ja auch. Die Familie, aber ich mag auch die Mentalität. Ja? Die sind alle sehr natürlich, die Leute, und offen und so gastfreundlich. Und mir taugt es einfach da. Die Natur ist halt auch so wunderschön. Ja, wie die Leute so aufwachsen. Ja. Die leben alles viel mehr draußen. Die leben die Natur und das. Allein im so Kindergarten. Das Gesundheitsbewusstsein und so, das ist bei denen ganz anders verankert wie bei uns. Wie oft schafft ihr das? Ein, zweimal im Jahr. Ja? Mhm. Doch. Ja. Jetzt waren wir erst wieder oben. Jetzt wart ihr erst wieder oben? Ja. Dann war Mathilda dabei, oder schon? Ja. Die war dabei, ja. Echt? Die war schon in Norwegen? Ja, ja. Cool. Meine Mama zum Beispiel redet auch mit der Mathilda nur Norwegisch.
Ja? Bei mir ist es so, wenn Leute dabei sind, dann komme ich ganz leicht ins Deutsche, mit ihr. Na, ja. Aber wenn ich alleine bin, dann rede ich auch mit ihr Norwegisch. Du redest mit ihr, du kannst perfekt Norwegisch, nehme ich an, als Halbnorwegerin. Ja. Was heißt denn auf Norwegisch, da bin ich daheim? Heirajehjemme. Heirajehjemme? Ja. Und wo bist du wirklich daheim? Eigentlich in Garmisch. Schon? Ja. Also ganz weg? Darf ich es mal? Ich glaube schon. Also, Herr Neureuther? Ja. Nein, ich bin nicht ganz dabei. Also, echt, das echt machen? Ich glaube, es gibt für mich, es gibt zwei Orte, wo ich mir vorstellen kann, oder drei Orte, wo ich mir vorstellen kann zum Leben. Das erste ist Garmisch. Dann, ich hatte überhaupt keine Probleme, einmal in Norwegen zum Leben. Ja. Und das dritte, das ist Südtirol. Das sind so meine drei, Südtirol, Wahnsinn. Meine drei Orte, wo ich sage, das abends ist Speck, woanders kann das man nicht so vorstellen. Ne? Aber scheinbar ohne Natur und ohne Berg. Ach, geht's nicht. Geht's nicht? Du, ich wollte dich darauf ansprechen, also diesen einen Unfall, den du da gehabt hast 2014. Ja. Du hast ja mit dem Mountainbike geschmissen, gell? Stimmt. Und das war richtig krass. Du hast da Wirbelbruch, glaube ich, Lendenwirbel. Vier Stück, ja. Vier Stück. Einen also, Brustwirbel und drei Lendenwirbel. Oh, ist der erste Gedanke, wenn man so hinfällt? Weiß man, wie weh man sich da hat? Nee, aber wo ich mich dann nicht habe bewegen können, da habe ich mir gedacht, oh, das ist richtig übel jetzt. Und du hast dich nicht mehr rühren können? Nein, und das, also ich habe nicht mehr aufstehen können, nichts mehr. Und das hat aber trotzdem richtig wehtan. Also ich hätte schreien können, das hat wirklich wehtan. Und dann habe ich mir schon gedacht, dass da jetzt irgendwie was nicht mehr ganz so gut ist. Also gedacht, du bist gelähmt? Ja, im ersten Moment schon. Das war wirklich, das auch drin gewesen? War das absolut, Risiko da? Ja, klar. Das war der eine Bruch ist gesplittert. Wow. Und da hat nicht viel gefehlt. Und du warst mitten in der Vorbereitung? Ja, das war im Mai. Mitte Mai. Also da ist die Saison gerade, die Olympia-Vorbereitung. Ja, ja. War grad, also das war eine wichtige Zeit gewesen. Mhm. Und dann? Vor allem gerade so. Dann war ich erst mal ewig im Krankenhaus, dann auf Reha, dann war ich noch am Toten Meer auf Reha. Wow. Und dann war es irgendwann September und dann habe ich dann langsam mit Training angefangen, weil ich mir eingebildet habe, ich bin trotzdem bei Olympia dabei. Hast du gedacht? Habe ich gedacht. Ja. Und alle haben gesagt, der Miri, das geht nicht und du hast so Schmerzen. Und ich mir dachte, das geht wunderbar und der Schmerz, den kann ich ausblenden. Ja. Und bin dann auch die ersten drei Weltcups mitgelaufen, habe es echt geschafft. Das habe ich noch mitgekriegt. Ja. Und dann war aber Schicht im Schacht. Ja, Januar war dann alles fertig. Und dann habe ich auch wirklich ein Jahr Pause machen müssen. Dieser Frust, oder? Ja, wenn man dann das war den blöd. Willen so herbringt und dann schafft man es doch. Absolut, aber ich habe das für mich probieren müssen. Genauso wie der Felix am Anfang hat probieren mit müssen Knie. Mit seinem Kreuzband. Was für mich, ich wollte nicht einsehen, dass jetzt eine Sekunde peng und dann ist vorbei. Und dann ist vorbei. Du warst so gut drauf vorher. Da haben alle gesagt, diesmal reißt das. Ja. Du hast gleich der erste Rennen, glaube ich, gewonnen gehabt. Ja, genau, das erste Rennen gewonnen. Ja. Und war wirklich in einer guten Verfassung. Ja. Habe schon viel geopfert in dem Jahr. Also, nach Seeland und so weiter. Und die Miri war schwanger, ich war nicht viel daheim. Ja. Und das wollte ich in dem Moment einfach nicht einsehen. Und ich habe mir gedacht, auch wenn alle gesagt haben, das geht nicht, und es hat noch nie eine Medaille gewonnen mit dem Christian Kreuzmittel, haben wir gedacht, das finde ich cool, dann bin ich der Erste. Aber hast du dann einsehen müssen, dass nichts ist? Oder? Ja, es ist dann recht gut gegangen und dann bin ich mehr aus dem Auto ausgestiegen und dann habe ich nicht drüber nachgedacht. Und dann ist mein Knie durchgeschnackelt und dann habe ich gewusst, alles klar. Das war's. Neureuther, jetzt sei vernünftig und lass dich operieren. Ja, genau. Ich meine, du hast natürlich viel mehr vom Baby mitgekriegt dadurch, gell? Ja, also deswegen bin ich eigentlich ein bisschen dankbar, dass ich mir das Kreuzbandel gerissen habe. So blöd, wie es klingt. Nein, das klingt ja. Ich finde, schau, was ist eine Medaille gegen das Lachen von einem Kind? Nein, so in Ruhe. Ach, oder? Gar nichts. Das ist nicht so? Du hast alles vergessen. Ja. Ganz ehrlich. Also wirklich, das ist. Hast du 2014 auch so sehen können, wie der Felix, diesen Unfall, dass du sagst, das ist wirklich mal was Positives, weil da war ja wirklich, du warst ja ganz lange am Kämpfen und da war nicht mehr klar, geht die Karriere weiter und es ist ja auch dann so schleppend losgegangen durch die Schmerzen. Also da war es wirklich schwierig, weil das hat mir schon brutal wehtan und das sind Erfahrungen, die, weiß ich nicht, die haben mich verändert einfach. Ja, klar. Aber als Mensch, glaube ich. Ja, so als Mensch. Als Mensch ja, sehr. Genau, hast du ihr helfen können in der Zeit, weil das ist ja wahnsinnig eine Belastung dann, oder? Es war neue Freundschaft, die war es noch nicht so lang zusammen. Nein, es ist natürlich schon. Natürlich weiß man, wie sich der andere fühlt. Aber trotzdem ist es dann ein bisschen was anderes. Man versucht natürlich auch zu helfen. Und, aber es ist halt schwierig. Aber es ist schwierig. Ich bin im Weltcup gefahren. Ich war beim Skifahren früh unterwegs. Die Miri war auch so, dass. Natürlich war ich am liebsten bei ihr gewesen und hat sie unterstützt und geholfen. Aber das willst du ja auch. Aber nicht. Das will sie ja nicht. Das Schönste, wenn er gut gefahren ist. Und das war sein bestes Jahr. Also von dem her. Ja, da bin ich sehr gut gefahren, muss ich sagen. Hey,
ich bewundere euch da als Sportler. Weil ihr Sportler habt so ein vogelwildes Leben. Und man ist so voll fokussiert auf sich selber. Ja? Ist das nicht einmal schwer in einer Beziehung, weil da passiert so viel. Und man muss sich immer wieder einstellen, manchmal nicht. Nein, es kommt, wie es kommt. Wenn er dann weg ist, weil du siehst ihn ja oft lang dann nicht, oder? Dann ist er aber wo wir beide da wirklich früh unterwegs waren, da hat man uns schon, dann sieht man sich halt einmal 6 Wochen nicht. Aber ich sage, das zeichnet ja eine Beziehung aus, dass das auch absolut geht. Okay ist. Ja. Ja. Dann freut man sich brutal aufeinander wahrscheinlich. Voll. Freilich, ja. das halt. Ja. Da freut man sich sehr. Das ist halt frisch, würde ich sagen, aber nein. Er ist heute auch frisch. Es ist ja, man ist freut sich ja auch für den anderen, dass der jetzt halt das machen kann. Wenn sie läuft, hey, dann bin ich fertig. Da kostet mich, da brauche ich einen ruhigen Raum, wo ich mir das anschauen kann. Und dann aber ist ja auch Wegleit rum, ja? Ja, jetzt haben wir es eh geschafft. Ja. Da wird zuerst Kinder auch schon gewesen sein. Mhm. Ja. Gibt es den besten Kaiserschmarrn? 2 beste. Ehrlich? Nach dem Esterberg. Ja, nein, da gibt es auch einen sehr guten. Aber der die betteln bei uns, sich. Bei uns tut man die Hütten. Am so, Steppberg gibt es auch noch einen guten. Bei uns tut man die Hütten, ob das jetzt eine gute Hütte oder eine schlechte Hütte ist, nach dem Kaiserschmarrn beurteilen. Ja, wirklich. Echt, oder? Ja, und der hier oben ist wirklich genial. Da hätte jetzt die Brotzeit, da kann ich gar nicht mitstinken. Jo, da kannst du absolut. Brotzeit ist, man braucht immer erst das Herz. Ich freue mich jetzt aber so. Das ist ein guter Nachtisch. Ich habe einen richtigen Hunger. Schau mal aufs Kreuz. Also ich habe gehört, dass der Blank hat 1768. Ja, 60 irgendwas. Jetzt sind wir herum. Werner? Erst die Dame zuerst. Erst die Dame. Hey, danke dir. Der Keil, oder? Der Keil. Schön. Good job. Good job. Good job. Ihr auch, Jungs. Boah, da ist euer Stadt. Ja. Da schauen wir. Danke. Da hocken wir uns jetzt. Ich sag's euch, jetzt habe ich auch richtig Hunger. War ich auch. Richtig. Sehr. Ich freue mich auf deine Fleischspeise, Werner. Wir haben dir was noch gebracht. Ja. Brotzeit. Ja, wir haben was für dich dabei. Die Miri hat, oder ich habe für die backen, weil ich ein brutaler Koch bin. Das glaube ich dann nie und nimmer. Das war eine norwegische Spezialität. Ja? Wow. Das sind leider ein bisschen. Sind zwei Wochen. Das sind Poller. Poller? Oh, meine Lieblingsteile. Ich sag's dir, da kannte ich mich neiling. Wie kommst du? Kokos, ja klar. Norwegisches. Ja. Meisterbäckerin. Unser Liebling. Die gibt's bei uns leider. Ganz kurz probieren. Ja. Da ist leider. Also, ich brauche erst was Herzhaftes, aber. Bloß jetzt zum Testen. Ja. Und? Oh, leck mich. Boah, sind die gut. Sind die gut. Das sind gut, gell? Mm. Oh, ich kann nicht. Ich werde die erste fleischpflanzelfreie Gipfel. Um Gottes Willen. Nein, ich kann keine Fleischpflanzel, bitte. Pastaradler, ein halber Radler. Das ist ein hoffentlich noch gekühltes Bier. Regionale Art. Schön, das Geräusch ist immer wieder schön, muss ich wirklich sagen. Vom Aufmachen, das ist super. Schauen wir mal, ob er das kann. Wer kann das? Klar, cool. Kann Schaum kriegt er zusammen. Das schaut auch gut aus. Mir die Brust. Prost. Felix. Schön. Danke. Schön. Also mein Wasser schmeckt hervorragend. Schmeckt sehr gut. Also auch gut. Schmeckt sehr, sehr gut. Ja, super. Machst du Vollkorn oder Brezen? Ich ist alles. Vollkorn, Brezen. Wir backen unser Brot eigentlich immer selber. Echt? Machst du selber? Ja. Da schaut's her. Danke. Ich hoffe, dass wir es waren sind. Oh, die schauen aber gut schauen aus. Aber aus. Wahnsinn. Haben wir schon die ganze Zeit drauf. Ja. Und Senf? Das ist ja. Schaffen, ja. Da schau her. Möchtet ihr ein bisschen Käse haben? Ja. Das du auspackst, das ist unglaublich. Also das ist irgendein wilder Bernd, der will ja. Und dann gibt es noch. Wilde Bernd? Der wilde Bernd. Das ist ein Käse. Das heißt, hast du alles mit Nachtrag jetzt? Ja, Wahnsinn. Deswegen hat er so lange drauf. Also, weißt du, ganz ohne Rucksack. Der Hund hat die Zunge. Ja. Oder? Das war das erste Mal, dass ich am Berg ohne Rucksack unterwegs war. Und wisst ihr, was wirklich gut ist? Auch aus dem Bioland sind Radiesal. Ja. Radiesal müssen am Berg dabei sein. Das stimmt. Das ist sehr cool. Wow. Du kannst einfach aufschirmen. Es schmeckt nicht so gut wie. Ich habe einfach eine gegessen schon. Entschuldigung. Ja, bitte. Das habe ich da noch. Oh, das sind getrocknete Tomaten. Wer sowas mag. Magst du eine Wurst dazu oder ist das ja, freilich mag ich eine Wurst. Ja, sensationell. Und das ist ein Rindersalami, war das, weil du ja kein Schwein nicht magst. Gell? Dann haben wir noch ein Obst für hinterher. Ah, Wahnsinn. Ja. Und es geht gut. Magst du auch ein Stück? Soll ich ein Stück runterschneiden? Ein Stück. Leona mag ich gerne. So. So. Das ist die perfekte Brotzeit. So. Also, von einem unserer früheren Gespräche weiß ich von dir, dass das kein Scherz ist, wo du gesagt hast, du kannst nicht so wahnsinnig viel kochen. Das ist nicht dein Stil. Ich komme wirklich nicht. Ich bin heilfroh, dass die Miri das gern mag. Das war lecker. Und dass sie das auch so gut kann.
weil ich bin eine absolute Oberpfeifen. Nee. Mein Ding, ich bin immer verwöhnt worden. Da haben wir von der Mama gekocht. Mama dann Marianne. Unsere Haushälterin Marianne, meine zweite Mama, also die Marianne. Ja. Miri, also. Die kochen schon gut, die zwei. Ich bin immer verwöhnt worden, wirklich, muss ich echt sagen. Und deswegen. Ja, und du hast immer schon gern gekocht, oder? Ja? Ich liebe es, ja. Von der Mama gelernt, oder? Ja. Kochen ist wirklich eine Leidenschaft von mir. Und ich bin so froh, dass die das so gern mag. Der hat deine Fleischspanze probieren, gell? Ja, mach das bitte. Hast du noch gar nicht? Nein. Ja, probiert es einmal. Machen wir einen Fleischspanzeltest, weil ich bin mir noch nicht so sicher. Oh. Sind's okay? Weltklasse. Darf ich da mal einen tunken? Nimm da einen Senf. Wo ist denn der? Da haben wir. Komm. Haben wir okay? Du, und ist das dann auch so ein bisschen norwegische Küche, die du kannst? Weil das ist ja ein norwegisches Eigentlich Teilchen. Und wenn, wenn du Felix fragst, was er essen will, immer Pesto-Nudeln. Immer Pesto-Nudeln? Immer. Und wir das Pesto ist nicht selber gemacht. Wirklich, ich habe einmal das Pesto nicht selber gemacht. Also herkommen, du Schatz, also irgendwas, gell, irgendwas war halt komisch mit dem Pesto. Das hat nicht geschmeckt. Der ist da so heikel. Da geht die Liebe durch den Magen? Mhm, beim Felix schon. Beim Felix schon? Ja. Kannst du mit der Frau zusammen sein, die Nico? Ja. Das kannst du nicht? Ja. Geht nicht. Geht nicht? Fürs Kuchen. Ich bin aufgeschmissen. Hey, aber du hast ja, was hast du aufgeschmissen? Aber? Das ist doch auch schön. Ich helfe ja mit. Also, ja. Ich tue Sachen auf. Ja, der beste schon. Schneider. Auf Schnippler, das macht Karotten schneiden, das kann er super. Das kann ich gut. Auch? Aber mach meistens ich. Okay. Aber du kannst abtrocknen. Ja. Aber das will eine Frau, die. Aber der Christian ist auch so, oder? Dein Vater? Ja, das total. Ja voll frauenverwöhnt irgendwie. Absolut. Oder? Komplett. Haben euch die Frauen zu sehr verwöhnt? Ja. Haben sie. Du, bist also, du hast ganz schön eine Konkurrenz neu geheiratet, oder? Da ist die überragende Köchin Rosi. Aber das macht nichts. Ich mag das so gern, weil die Rosi und auch die Marianne, die haben immer so viele so alte Rezepte. Ja. Und die Rosi hat so ein altes Kochbuch. Und da sind echt leckere Sachen drin, so Kuchen. Und da koche ich echt gern draus. Das ist schön. Ihr habt jetzt auch vorhin uns das gezeigt, da unten irgendwo wohnt ihr ja und baut es dann. Das ist ja direkt neben die Schwiegerleute von dir, gell? Warst du da gleich Feuer und Flamme? Weil das ist schon ein Risiko, beziehungsweise es ist sehr nah. Also wenn du als Schwiegertochter kommst du her und da ist dieser mächtige Neureuther, Clan hätte ich fast gesagt, und dann neu heiraten und ein kleines Unternehmen hitzen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Ist das mutig? Nein. Es ist super. Es ist perfekt, weil es ist meistens immer irgendjemand da und man kann rübergehen. Wir wohnen ja jetzt eigentlich auch schon direkt nebendran. Und es gibt immer irgendwo was zum Essen oder ja, es ist halt einfach. Immer jemand da? Ja. Das ist doch schön. Und das geht auch nicht manchmal auf Nerven, wenn wir nicht mehr so Ruhe haben? Kann nicht, dann kann man ja wir haben unsere Ruhe. Habt ihr Ruhe? Ja. Ist es schon genug Abstand? Ja, ja, absolut. Die sind super. Die lassen uns auch in Ruhe. Also ist jetzt nicht so, ist dass perfekt. Die Mama filmt. Auch mit dem Buddy und mit der Mathilda. Das heißt, es ist immer was los und es ist immer gut? Ja, bei uns ist immer was los. Komm mal doch ist die Amelie da mit dem kleinen Oscar, dann ist immer. Immer voll. Cool. Weil viele Leute gerade im ersten Jahr von der Ehe oder am Anfang einer Beziehung sagen, ich mag mal Ruhe und nicht so viel. Nicht? Gar nicht. Wir sind sehr Familienmenschen. Und deine Mama wohnt auch nicht weit weg, oder? Und auch gleich um die Ecke. Du, und dennoch wollt ihr ja beide tatsächlich zurück ins Business. Das heißt, zurück an die Weltspitze, beziehungsweise die deutsche Spitze wahrscheinlich erst einmal und dann weiter. Du auch, gell? Aber nicht mehr mit dem Biathlon. Du trainierst wieder voll. Und aber was? Langlauf. Langlauf. Du bist zurück in Langlauf. Aber das ist wahnsinniger Aufwand, oder? Nach der Babypause, nach den Verletzungen vorher. Ja. Das Gute ist, ich habe ja relativ viel trainieren können, auch schwanger. Ich hatte halt keine Wettkämpfe oder so, aber so die Grundlagen aus, dann alles habe ich echt gut trainieren können. Und es geht auch echt relativ gut. Also ich bin überrascht, teilweise, wie gut schon wieder funktioniert. Also, wobei man ja mit Ende 20 gerade in Langläuferkreisen noch dabei ist. Ja, also du hast Chancen, gell? Absolut. Also auf dem Lebensabschnitt her. Doch, doch, das passt gut. Und du möchtest auch wieder? Ja, bei mir ist es so, ich kann nichts anderes, außer ein bisschen Skifahren. Ah, ja. Deswegen muss ich Skifahren. Essen kannst du aber auch. Ah, absolut. Und Karotten schneiden. Ja. Ja. Aber sonst nichts. Nein. Wie gesagt, das ist ein Scherz, aber das ist was Wahres dabei, oder? Du sagst, das kann ich gut, das möchte ich so lange wie möglich machen? Das ist das, was ich als Kind geliebt habe. Oder wo immer mein Traum war. Und deswegen, glaube ich, mag ich das einfach so lange, wie es geht, nur machen. Olympia ist ja dann irgendwo in Peking, glaube ich. Also das sind 4 Jahre, ich glaube. Da weiß man noch nicht. Das wird zart. 38, Slalom. Ja, das wird schwierig. Wird schwierig. Aber
Sag niemals nie. Also, ja. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass mein Knie gut wird. Das Wichtigste ist jetzt erst einmal, dass unsere Tochter. Ja. Und das ist das Allerwichtigste. Und dann sportlich werden wir sehen, mein Knie, das muss jetzt gut werden. Und dann sieht man es eh, wie es läuft. Wenn es nur gut läuft, klar, warum nicht in 4 Jahren? Aber warum nicht? Also ich definitiv nicht mehr. Du nicht mehr? Nein. So lange magst du es nicht. Du möchtest es jetzt noch mal wissen. Und dann, bei dir ist ja auch so, du hast ja vorhin durchgehört, jetzt nichts dagegen, wenn die Familie irgendwann einmal wachsen wird. Absolut. Das heißt, du musst dich ja dann irgendwann tatsächlich entscheiden. Ja. Das heißt aber jetzt noch mal Gas geben, schauen, was noch geht. Und noch mal eine Saison schauen, ob was geht. Genau. Und dann schauen, was die Familie macht. Absolut. Ich will es dir nicht in den Mund legen, aber. Genau. Aber ihr wart ja jetzt nicht traurig. Überhaupt nicht. Wenn Mathilde auch kein Einzelkind. Nein, die soll auf keinen Fall ein Einzelkind bleiben. Also absolut nicht. Also ich habe nichts gegen Einzelkinder, überhaupt nicht. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Aber ich habe es geliebt, eine Schwester zu haben. Und ich wünsche mir für sie natürlich auch Geschwister oder Schwester. Die muss so lange. Es muss so lange geben, bis sie irgendwann einmal einen Bruder hat. Nicht ein Burmann, oder? Er war der sich ein Mädel gewünscht hat. Ja. Du hast ein Mädel gewünscht? Ja, absolut. Ich hätte jetzt aus diesem Clan-Denken heraus, hätte ich mir gedacht, der will jetzt erst einmal einen Buben, dass die Nachfolge gesichert ist. Er wollte unbedingt ein Mädel. Ehrlich? Ich würde ein Mädel haben, ja. Du Glückspilz. Ja. Aber vielleicht kommt jetzt irgendwann noch da mal ein Buben. Irgendwann tot. Ja, weiß ich irgendwann. Nicht. Schauen wir mal. Müsst ihr euch vertragen? Jetzt hätten wir halt alles in rosa, gell? Das heißt doch kein Problem mehr. Also, das muss er alles erst dann hier haben. Ja, was ich mir so denke, ist, stellt euch vor, ihr habt den Erfolg. Also, was euch jeder wünscht natürlich. Also, das schnallt wirklich und du bist wirklich wieder vorne dabei. Und du auch. Dann wird es aber stressig, oder? Für die Familie, Neurotha. Also für euch, für eure kleine Familie. Weil dann ist ja jeder woanders unterwegs. Das wäre mir eh. Wenn der Felix wieder Skifahrt, dann wäre er sowieso unterwegs. Aber das Ding ist. Also man muss schon sagen, also bei allem jetzt, dass wir noch mal Sport machen wegen, also wir sind jetzt keine Familie, die unsere Tochter früher allein lassen wegen, sondern die ist dabei. Ganz klar, die ist immer bei mir dabei. Die ist dabei und wenn das nicht geht, dann und wenn das nicht funktioniert, dann kann man es auch nicht machen. Nee, also das ist aber dann nicht schlimm. Überhaupt nicht. Also der Sport ist nicht alles, sondern die Familie ist alles. Ja. Und deswegen, also wie gesagt, deswegen, das probieren wir jetzt. Wir schauen, ob das geht. Und gerade bei mir, ich meine, Felix, das wird, bei ihm geht es eh, aber bei mir muss ich halt schauen. Und wenn es nicht geht, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Du glaubst, bei ihm geht es eh? Ja. Du glaubst, er packt es? Ja, klar. Kenn ihn doch. Der schafft es. Er ist doch ehrgeiziger, wie er zugibt, vielleicht. Wirkt immer so vorkoll und gechillt, gell, aber eigentlich ist er ehrgeizig. Könnte es sein? Na, ehrgeizig nicht, aber er kann dann schon kämpfen und beißen. Wenn er was will, dann kann er da richtig. Wenn ich mag, dann bis zum Kotzen und. Ehrlich? Ja. Kannst du blauen? Ja. Aber du doch auch, oder? Ja. Wenn du da sagst, du die Berge aufzählst, wo du da drüber rennst. Ja, absolut. Aber wie gesagt, bei mir ist die Situation jetzt einfach eine andere. Vielleicht wäre Mama dann tatsächlich nochmal was anderes. Glaube ich auch. Ich glaube, dass der Nest, sozusagen dieser Nestgedanke nochmal ausgeführt. Kann es sein? Extremer ist, ja. Wirklich. Ich glaube, für den Felix ist es auch schwer wegzufahren von daheim. Aber wirklich, ich könnte nie. Das ohne ist jetzt halt auch das. Also wenn es dann wieder losgeht, ich glaube, also mir wird es brutal schwer fallen, von daheim wegzufahren. Und das muss man auch sehen, erst wie das dann funktioniert. Ja. Also auch wenn die Kleine dann, wenn die dann zum Laufen anfangen und so, und wenn sie dann schaut und dann sagst du, also ciao, und das versteht sie dann und dann. Steht sie da und ist traurig. Das glaube ich schon schwer. Boah, das weiß ich nicht, ob ich das dann kann. Ihr wirkt wahnsinnig entspannt und sehr, 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 sehr in euch ruhend. Aber auf der anderen Seite seid ihr eine junge Ehe, junges Paar und steht in der Beziehung zum Beispiel, seid ihr jetzt noch am Anfang irgendwo. Was soll denn kommen? Was sind so Pläne? Was sind eure Träume? Ein paar Geschwisterchen. Nein, ich denke, es ist jetzt schon so die spannendste Phase in unserem Leben. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wir sind Eltern geworden, was ja schon mal ein Riesenglück ist, also wo wir wirklich so dankbar sind. Das Kind, das ist unbezahlbar. Und dürfen wir unseren Sport ausüben. Das heißt, ihr seid da relativ angekommen und lebt im Hier und Jetzt. Und das, was dann zu planen ist, wird dann schon kommen? Ja. Was gerade für Sportler natürlich wichtig, weil irgendwann ist es ja rum, gell? Ja. Also ich rechne eigentlich schon seit vielen Jahren, dass es vorbei ist. Bei unserem letzten Gespräch. Also, ja. Wer weiß, wie lange es noch geht.
Du bist gerade 30 geworden. Das ist beim Skifahren ist das einfach so. Das wahrscheinlich seit so vier Jahren wieder zu haben und sagst, schauen wir mal, wie lange es noch geht. Genau. Ja, wobei man so ein Körper wie deiner ist wahrscheinlich, der ist natürlich schon limitiert belastbar. Also du hast dem schon ganz schön viel gegeben. Ja, also, dem habe ich viel gegeben, das stimmt allerdings. Ich glaube, für einen 34-Jährigen einen relativ strapazierten Körper hast. Kann das sein? Ja, sehr. Das ist die Frage, wie lange kannst du es ihm noch geben? So? Ja. Was kann man da noch rausholen? Das wirst du wissen, wenn der Winter kommt. Mhm. Ja. Aber das Knie schaut so aus, als ob es kommt. Ja, das passt. Das Knie, das ist, mei, das dauert schon noch. Aber trotzdem, das Wichtigste ist ja auch, dass es gibt ja ein Leben nach dem Sport. Und ich möchte halt nicht irgendwie dann einmal so einen Körper haben, der so limitiert ist, dass ich nichts mehr machen kann. Dass ich nicht mit unserer Tochter auf den Berg gekommen. Mit mir gehst du nicht mehr. Doch, auch. Aber. Er ist so charmant, Mann, gell? Ja, gell. Nein. Da geht gleich die Sonne weg, merkst du das? Du weißt schon, wie es der Himmel verdunkelt sich über den Norötas. Über ihm. Über ihm. Wir sitzen in der Sonne. Na, aber ja, du nicht, ja, klar. Also, dass du nicht so fertig machen willst, dein Körper, dass dann nicht mehr viel von dir übrig ist, für deine Leute. Ja. Und viel fällt nicht mehr. Hey, ich weiß von dir, wo der Christian gesagt hat, er ist immer so eifersüchtig auf die Rosi. Gell? Auf deine Mama, also immer so schnell eifersüchtig. Ja. Ja. Dann hast du gesagt, du, eifersüchtig bin ich nie, das bringt doch nichts. Ja, das stimmt. War das, bevor du die Miri kennengelernt hast? Oder warst, wie war das jetzt? Nein, Eifersucht kenne ich nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und wenn sie jetzt einer wirklich an die Miri hinschmeißt? Dann sage ich ihm so, du spielst sie, aber das spielt sie nicht. Spielt sie nicht? Nein. Aber wir sind beide nicht so eifersüchtig. Aber deswegen bin ich nicht eifersüchtig. Du bist nicht eifersüchtig? Gar nicht. Auch wenn ihr unterwegs ist und das kennt ihr nicht, oder? Ja, Vertrauen ist ein wichtiger Punkt. Vertrauen ist das Vertrauen. Wichtigste. Also Treue ist schon wichtig. Wir sehen uns so oft nicht. Dass ja, also ohne Vertrauen darf es ja nicht gehen. Das ist kein Thema bei uns. Nein. Also der Kass ist sozusagen der treue Kass ist bissen? Ja, der ist bissen. Tatsächlich? Ja, klar. Davon geht man einfach aus. Ja, gibt ja keine andere. Nein. Es gibt keine andere. Ja, kann ja bloß schlechter werden. Danke, Schatz. Was wünscht ihr einer Tochter für die Zukunft? Gesundheit. Für ihr Leben. Gesundheit? Ja, das ist das Wichtigste. Und dass sie ein glückliches Leben führt. Gesundheit und Liebe. Das wünsche ich ihr. Dass sie einfach glücklich eine Gaudi ist. Hat auf der Welt zum Sein. Ja. Dass sie Freude hat. Und was ist Glück für euch? Ein glücklicher Moment? So wie jetzt ist es glücklich. Ja. Ruhe, glaube ich, ist schon sehr, sehr wichtig. Ja. Für mich gibt es viele glückliche Momente. Für mich ist ein glücklicher Mensch. Gleich, wenn er in seinen Boller beißen kann. In deinen Boller? Ja. Den gibt es jetzt dann wenn die Kleine, ehrlich, wenn die Kleine in die Hosen macht, freue ich mich. Ja. Da ist immer besorgt, wenn sie mal zwei Tage nicht in die Hose macht. Du Schatz, meinst du, das ist normal? Nein, aber weißt du, was ich meine? So kleine Momente ja, einfach. Die kleinen Momente. Das ist schön. Ja. Wenn der Hund sich seinen Platz einrichtet jeden Abend. Das ist jeden Abend wieder ums Gleiche. Und jedes Mal muss ich zum Lachen fangen. Das ist ein schöner Moment. Mhm. Ist doch da lachst du. Solche Sachen. Schade, da seid ihr auf derselben Wellenlänge, oder? Voll. Ja. Hey, ihr wirkt so glücklich und ich wünsche euch, dass das ganz lang bleibt. Und dass diese kleinen Momente noch ganz oft da sind. Absolut. Mich hat's unheimlich gefreut. Miri. Uns auch. Vielen Dank. Danke, Werner. Schön was mit dir. Super, Zell. Prost. Brav bleiben. Was ist das jetzt noch braucht? Jetzt gibt's Bola. Da freuen wir uns.